Es ist Donnerstag, der 4. Oktober 2018. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf unserem Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um den Entwurf der neuen EU-Urheberrechtsrichtlinie und zu dem Thema begrüße ich ganz herzlich die Diplom-Journalistin Claudia Zimmermann, vielen bekannt durch den YouTube-Kanal Games of Trost. Guten Abend, Frau Zimmermann. Guten Abend, hallo, ich freue mich sehr. Frau Zimmermann, es wurde ja viel berichtet darüber, dass da das Urheberrecht besser geschützt werden soll. Und dann wurde diskutiert darüber, ob man demnächst Upload-Filter benötigt. Worum geht es denn da bei der EU-Urheberrechtsrichtlinie? Naja, eine Urheberrechtsrichtlinie ist ja im Prinzip nichts Schlechtes, weil es geht ja darum, dass Künstler, Musiker, Autoren, dass deren, deren künstlerische Werke, dass die im Internet auch geschützt werden, dass man die nicht so ohne weiteres übernehmen darf, dass dafür dann auch eine Entschädigung gezahlt werden soll, was ja auch sehr sinnvoll ist, also dass man nicht einfach eine Musik verwenden kann oder ein Foto verwenden kann, was aber auch jetzt schon mehr oder weniger geschützt ist, also ohne weiteres ist das gar nicht möglich. Dieses neue Urheberrechtsgesetz, das geht aber noch viel, viel weiter. Und Kritiker sehen darin auch wirklich eine Gefährdung der Freiheit im Internet. Also wir haben ja auch schon über den Medienstaatsvertrag gesprochen. Also da geht es ja auch um die Freiheit im Internet. Und bei dem Urheberrechtsgesetz geht es halt noch mehr um die Freiheit im Internet. Also da geht es halt noch einen Schritt weiter. Problematisch oder großer Diskussionspunkt ist dieser Passus 13. Da geht es um den sogenannten Upload-Filter. Also was ist dann Upload-Filter? Also der Upload-Filter wurde auch in dem neuen Entwurf so nicht mehr erwähnt, weil sich da so viele Leute drüber aufgeregt hatten. Und der Upload-Filter bedeutet, dass die Plattform, also in dem Sinne dann YouTube oder Google, dass die dazu verpflichtet ist, vorher zu prüfen, ob es sich bei dasjenige, was jemand runterlädt, ob es sich dabei um etwas handelt, also um einen Inhalt handelt, der urheberrechtlich geschützt ist. Also ob es sich dabei um ein Zitat handelt oder eine Musik oder ein Foto oder ja im weitesten Sinne etwas, was urheberrechtlich geschützt ist oder halt auch was nicht also geuploadet werden darf. Und die Verantwortung liegt bei der Plattform. Also die Verantwortung liegt da nicht bei dem Betreiber, also nicht bei dem Channel, dem YouTube-Channel, sondern die Verantwortung liegt bei der Plattform. Also das soll in Zukunft so gehandhabt werden. Jetzt wurde dieser Passus so, also dieses Wort Upload-Filter wurde gestrichen in dem Entwurf, aber im Endeffekt ist es noch drin. Man geht davon aus, dass dieser Passus die Freiheit im Internet gefährden wird, weil es sollen da sehr, sehr hohe Strafen draufstehen für diese Plattformen und das bedeutet, dass sie werden dann nach einem Algorithmensystem werden sie dann bestimmte Worte da eingeben und danach dann halt vorgehen, um zu prüfen, ob das geuploadet werden darf oder nicht. Also die Verantwortung liegt bei der Plattform. Und das könnte bedeuten, dass ganz viele Sachen zum Beispiel, es könnte auch bedeuten, dass zum Beispiel alles, was den Begriff terroristisch drin hat, also nicht geuploadet werden darf. Also da, das könnte eine sehr, sehr große Einschränkung für die Freiheit im Internet bedeuten. Wiederum eine weitere Einschränkung der Freiheit im Internet. Dadurch, dass die Verantwortung bei der Plattform ist, werden User ja vielleicht auch geschützt vor Urheberrechtsverletzungen. Dadurch, dass sie es gar nicht erst hochladen können. Im Prinzip ja. Im Prinzip ist das so, also sie können damit dann nichts Falsches machen, aber es ist natürlich schon auch so, dass dass halt dann auch vieles nicht überhaupt nicht hochgeladen werden kann, weil die Plattform wird sich absichern und die wird eher weniger als mehr
hochladen. Das, und ja, da sagen halt Kritiker, das gefährdet die Freiheit im Internet. Und es gibt auch Kritiker, die sagen, man kann das überhaupt nicht umsetzen. Weil, ja, dann würden also im Endeffekt die großen Plattformen kontrollieren, was hochgeladen wird und nicht. Das stelle ich mir so vor. Ich habe mir auch gerade zu dem Thema habe ich mir angeguckt, die Erwägungsgründe sind ja auch wichtig dazu, wie die einzelnen Artikel auszulegen sind. Ich habe mir auch die Erwägungsgründe zu diesem Artikel 13 von Richtlinie, übrigens mit dem Richtlinie das Aktenzeichen 2016-0280 und dann in Klammern COD, habe mir die Erwägungsgründe angeschaut. Da steht ja zum Beispiel drin, kurze Zitate, die also angemessen kurz sind, sollen noch möglich sein. Und es soll auch möglich sein, dass man Links angibt mit ein paar Worten zur Erläuterung, was das für Links sind. Mhm. Das soll weiterhin möglich sein. Das ist natürlich die Frage, wie lang das dann noch sein darf. Ja, und das ist auch das große Problem im Augenblick. Also man kann eigentlich wirklich sagen, zu diesem Urheberrecht, nichts Genaues weiß man nicht. Also es muss noch unheimlich viel diskutiert werden, es muss noch unheimlich viel genau umschrieben werden. Also das Urheberrechtsgesetz, das neue, ist in der Mache, es ist ja schon sehr, sehr lange in der Mache, aber es ist halt alles noch überhaupt nichts entschieden in dem Sinne. Es wird auch noch etwas dauern, es wird auch noch ein bisschen, denke ich mal, noch lange diskutiert werden, was genau. Und das ist genau auch einer der Punkte, wie lange ist ein Zitat, wie lange darf das Zitat sein, ja, was darf ich hochladen oder ein kleiner Ausschnitt aus dem Film, wie viele Sekunden darf der sein, ohne dass ich da Probleme bekomme. Und ja, wie gesagt, dieser Upload-Filter, da weiß man auch gar nicht, also wie werden die Internetgiganten damit umgehen? Werden die dann einfach alles durch den Filter ziehen oder nur ein Teil? Kann ich dann überhaupt nichts mehr hochladen? Also es ist alles noch sehr, sehr vage. Da stellt sich auch die Frage, wenn da ein längerer journalistischer Text ist, wie viele Worte zusammen sind schützenswert? Ist das nur ein ganzer Satz, den man vollständig zitiert oder ein Halbsatz? Einzelne Worte würde ja keinen Sinn machen. Dann würden einem ja die Verben fehlen. Es kann eigentlich nur eine gewisse eine Abfolge von Worten in einer gewissen Länge sein, die überhaupt schützenswert ist. Stelle ich mir das vor. Ja, das ist alles noch überhaupt nicht klar. Also es ist so vorgesehen, dass die Online-Plattformen in Zukunft, also wie YouTube, verpflichtet sein werden zu prüfen, ob diese Inhalte urheberrechtlich geschützt sind. In dem Augenblick, wo sie hochgeladen werden. Das sieht dann also so aus, dass die Haftung für diese Uploads bei den Plattformen liegt in Zukunft. Und wenn also eine Haftung vorliegt, also wenn die dagegen verstoßen, dann gibt es unglaublich hohe Bußgelder. Das bedeutet, dass dass diese Upload-Filter extrem streng eingeführt werden. Es kann also auch sein, dass man in Zukunft dann überhaupt nichts mehr zitieren darf, hochladen darf, Zitat oder einen Zeitungsartikel oder einen kurzen Ausschnitt von einem Film. Das erinnert mich ein bisschen an das Spiel Teekesselchen. Man durfte bestimmte Worte nicht verwenden, musste trotzdem noch versuchen, sich verständlich zu machen. Worauf läuft es vielleicht hinaus? Ja, das könnte sein. Es gibt den Europäischen Verbraucherschutzverband. Also der hat auch schon kritisiert und der hat gesagt, also wenn ich jetzt als Verbraucher also diese Inhalte bereitstelle, egal ob das Video, Musik, Bilder oder was auch immer sind, und das hat urheberrechtlich geschütztes Material, dann werden diese Plattformen alles tun, um das zu verhindern, also um die zu scannen, also mit einem Algorithmen und dann zu blockieren. Also es könnte sein, dass in Zukunft dann überhaupt nichts mehr im Internet erscheint, was irgendwo urheberrechtlich geschützt ist. Die Möglichkeit besteht. Also, aber da wird noch drüber diskutiert, dass dieses Urheberrecht ist noch nicht fertig. Also da wird noch viel Wasser den Rhein runterlaufen, ehe das fertig ist. Was auch noch auffällt, ist es eine Richtlinie. Und eine Richtlinie lässt den, anders als eine Verordnung, ja noch den Staaten mehr Spielraum, das auch so umzusetzen, dass es möglichst im Einklang ist mit den Grundrechten aus dem Grundgesetz oder
auch mit Menschenrechten von außerhalb des EU-Rechts, also wie hier vom UNO, vom Europarat, das mit, noch mehr damit in Einklang zu bringen und verhältnismäßiger zu machen. Mhm. Da hat der Gesetzgeber sicherlich auch noch Spielraum. Oder es noch verhältnismäßiger zu machen im Verhältnis zur EU-Grundrechtekarte, die natürlich über den der Richtlinie steht. Ja, da sind auch tatsächlich, da sind viele Menschenrechtler und auch ja, Internetaktivisten, die, die da alle auch gegen vorgehen und die auch sagen, und da geht's halt auch wieder, was ich ja schon in dem Interview mit dem Medienstaatsvertrag auch erwähnt habe, es geht da wieder um die Macht. Es geht um die Macht der großen Konzerne und es geht darum, also der Einzelne kann dann nicht mehr so leicht Nachrichten oder Informationen teilen. Also Plattformen für, zur Meinungsäußerung, das wird schwieriger. Also es ist schon so, dass die großen Medienkonzerne damit im Prinzip die Meinungsfreiheit einschränken, wenn das so durchkommt. Gibt es einen Erwägungsgrund 33? Die Nummer habe ich jetzt noch im Gedächtnis. Von dem, was Änderungswünschen des Europaparlaments, beziehungsweise auch auf den Artikel 13, mhm. Da sagen die, dass nicht unterbunden werden soll, dass man Sachinformationen wiedergibt. Ja. Das heißt, ist dann vielleicht eine bestimmte Formulierung geschützt, aber man muss noch einen Spielraum haben, so verstehe ich das, dass man mit eigenen Worten eine Sachinformation aus einem geschützten Text selber mit eigenen Worten wiedergibt, dass das noch möglich sein muss. Ja, aber wenn diese Worte dann in den Algorithmen auftauchen, dann könnte das sein, dass die Plattform den Upload-Filter anwendet und der Text gar nicht erst erscheint. Also das ist schon sehr gefährlich, also dass die Inhalte beim Uploaden schon gefiltert werden. Keiner weiß ja auch jetzt im Augenblick, wie das dann in Zukunft stattfinden wird. Aber es wird eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sein. Es wird eine Einschränkung des freien Internets sein. Und es gibt auch wirklich extreme Kritiker, die sagen, das ist das Ende des freien Internets in Europa. Es gibt auch deutsche Start-ups, die auch sagen, das ist auch ein ganz, ganz schwierig, zum Beispiel jetzt bei der Entwicklung von Artificial Intelligence. Also das wird alles behindern. Also dieses neue Urheberrechtsgesetz könnte sehr, sehr viele neue Entwicklungen auch verhindern oder schwieriger machen. Verstehe, ja. Zumindest, wenn was veröffentlicht werden soll. Ja, genau, so ist es. Ja, ja, so ist es. Jetzt stellt sich... Also, es geht ja, der Vorwand ist ja, dass man sagt, also dass Autoren und auch kleine Autoren und auch Plattenfirmen und oder CD-Firmen und dass die halt alle ja, entlohnt werden sollen für ihre Leistung. Aber Kritiker sagen, das ist halt nur ein Vorwand, um halt die Inhalte, die ins Internet hochgeladen werden, zu kontrollieren. Wie es aussehen wird dann in der Praxis, ja, das ist eine gute Frage. Also es, wie gesagt, das Gesetz ist jetzt noch, es wird jetzt noch viel diskutiert. Es muss jetzt noch in allen europäischen Ländern durchdiskutiert werden. Es kann auch sein, dass das Gesetz nachher dann vollkommen anders aussieht. Es ist noch, es wird schon sehr, sehr lange dran gearbeitet, aber es wird auch nicht so schnell jetzt umgesetzt. Was noch, was mir einfällt, ist, es gibt ja das Leistungsschutzrecht. Da gibt es ja da schon ziemlich, dass Zitate nur noch sehr kurz sein dürfen, das deutsche Leistungsschutzgesetz für kommerzielle Webseiten. Ich meine, das wäre durchgekommen, das Leistungsschutzrecht. Das ist durch in Deutschland, ja. Und wer jetzt mit seiner Webseite keinerlei Einnahmen hat, ist ja davon ausgenommen. Mhm. Und manche, die davon Einnahmen haben, und sei es darüber, dass sie ein bisschen Werbung geschaltet haben, die verlegen sich jetzt eher darauf, dass sie keine deutschen Quellen mehr zitieren und sich dann vielleicht lieber mit der Lage außerhalb Deutschlands beschäftigen. Und da gibt es natürlich dann noch, oder wenn sie über Deutschland berichten, dann gucken, dass sie nur noch ausländische Quellen zitieren. Ja. Einmal das, oder was sie natürlich auch machen können, in Zukunft, wenn ich, wenn das Urheberrechtsschutzgesetz in ganz Europa durchkommt, dann kann es sogar sein, dass es sich für mich finanziell mehr lohnt, Fake News zu verbreiten als echtes News. Dann kann ich mehr Geld verdienen mit Fake News.
Also die Möglichkeit besteht. Es gibt Kritiker, die davor auch warnen. Die sagen, also es könnte sein, dass es vielleicht einen YouTube-Channel gibt oder einen Blogger, der dann mit Fake News sein Geld verdient. Ja, vor allem wenn es schwer gemacht wird zu zitieren, weil man sich dann nur sehr kurz fassen kann, dann kann man es auch nicht mehr so gut begründen und die Versuchung, Fake News zu machen, wird dann größer, klar. Ja, so, dass die Gefahr besteht, dass Fake News dann eine ganz neue Gewichtung bekommt. Oder die Freiheit liegt dann darin, Quellen zu zitieren von außerhalb der EU, dass man sich anschaut, aha, da ist eine Quelle, das finde ich interessant, da sagt jemand innerhalb der EU was, dann gucke ich, wer sagt denn das Gleiche, denn das, von außerhalb der EU, da wer hat eine ähnliche Meinung, die Quelle kann ich dann wieder zitieren. Das ist dann vielleicht eine Möglichkeit. Das kann natürlich sein, dass sich da die Eliten innerhalb der EU selber treffen, dass demnächst die Alternativen ganz viel eher zitieren, was Leute von außerhalb Europas denken. Ja, die Möglichkeit besteht auch. Also das könnte wirklich ein großer Eingriff in die Meinungsfreiheit sein und auch in die Freiheit des freien Internetnetzes. Es gibt auch viele Künstler, also vor allen Dingen auch Musikkünstler, die überhaupt nicht möchten, dass das alles eingeschränkt wird. Also es gibt auch Künstler, die zum Beispiel davon leben, dass andere Künstler ihre Musik vom Internet runterholen und dann zum Beispiel samplen und die damit auch Geld verdienen und die sagen, wir finden das toll, wir sind auf diese Art und Weise bekannt geworden, berühmt geworden. Ich meine, das ist ja auch ein Vorteil von Internet. So ist das Internet ja auch aufgesetzt, dass es frei ist, weltweit für alle zur Verfügung steht. Jetzt haben wir ein World Wide Web, welches für alle Menschen zur Verfügung steht und halt auch vieles möglich macht, auch vielen Leuten Möglichkeiten schafft, die es vorher nicht gab. Und jetzt fangen, sag ich mal, die Mächtigen dieser Erde, die Politiker, fangen an, unter irgendwelchen fadenscheinigen Vorwänden alles zu kontrollieren. Also ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Internet ist etwas, es ist frei zugänglich. Ja, natürlich muss man Künstler schützen, die eigene Werke haben, aber ich denke, ich glaube nicht, dass das Internet so eine große Gefahr ist, dass da alles runtergeladen wird. Gut, es wird auch einiges gedownloadet, was halt vielleicht dann Urheberrechte besitzt, aber im Endeffekt sind wir da schon längst darüber hinaus. Also junge Menschen schauen vor allen Dingen Netflix und ich glaube nicht, dass da noch so viel Musik oder was gedownloadet wird. Das ist auch zum größten Teil auch heute schon geregelt. Also auch von sehr, sehr großen Internetgiganten und Plattformen, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja, ich glaube, dass darauf achtet man ja heute schon auf Musik im Netz. Also dafür bräuchte es das nicht mehr. Deswegen. Also es ist meiner Meinung nach ein Vorwand, um die Freiheit im Internet, die Freiheit einzuschränken. Also bis jetzt liegen in Straßburg, ich glaube, über 200 Änderungsanträge noch vor. Änderungsanträge? Ja, um das Gesetz noch zu verändern. Also es soll auch noch einiges geändert werden. Also Änderungsanträge sollen da noch eingearbeitet werden aus ganz Europa, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jetzt einen Änderungsantrag des Europaparlaments gesehen. Also jetzt Änderungsvorschläge von Lobbyverbänden oder von einzelnen Bürgern? Ja. Na, hoffentlich lässt man sich genug Zeit, da noch entsprechend zu berücksichtigen. Ich habe das so verstanden, dass das Europaparlament jetzt einen Änderungsvorschlag hat und dann versucht, sich jetzt mit dem Ministerrat zu einigen. Ja, aber da liegen, man will sich jetzt mit dem Ministerrat einigen, aber dann muss es noch, soweit ich weiß, noch in den einzelnen europäischen Ländern abgestimmt werden. Die Richtlinie ja nicht, sondern die Länder, die müssen Umsetzungsgesetze machen. Und da haben sie natürlich Freiheit, wie sie das machen. Das muss man raus. Und genau, diese Umsetzungsgesetze, darum geht's.
da kann man das natürlich dann noch wieder entsprechend verhältnismäßiger machen, soweit die Richtlinie irgendwie einen Auslegungsspielraum lässt oder soweit man sagt, hier, wir haben entsprechend hochrangige Grundrechte oder Menschenrechte, mit denen die uns gebieten, dass wir es nicht voll umsetzen dürfen. Ja. Ja, genau. Ist natürlich auch die spannende Frage, was passiert mit Texten, die man hochgeladen hat, wo man vielleicht mal ein längeres Zitat hat, die vor Inkrafttreten der Richtlinie oder des Umsetzungsgesetzes dazu hochgeladen sind? Also ich habe das so verstanden, dass wenn das Gesetz, wenn das durch ist, muss dafür überall das Urheberrecht gewährleistet sein. Aber klar, die sind ja schon hochgeladen, weil die kommen dann nicht mehr durch den Upload-Filter. Ja, wer ist dafür dann verantwortlich? Das ist eine gute Frage. Ist das dann die Plattform oder ist das derjenige, der das auf seiner Seite hat? Oder, ne? Das wird dann vielleicht erst in Umsetzungsgesetzen geregelt werden. Ja, genau. Weil es ist ja auch schon sehr viel im Internet. Es ist ja schon sehr viel im Netz. Das ist eine gute Frage. Wer ist dafür dann verantwortlich für die Sachen, die schon alle hochgeladen sind? Also ich könnte mir vorstellen, dass man das rückwirkend macht. Ja. Naja, und wenn man sich dagegen wenden will, dann kann man sich in Deutschland natürlich wenden bezüglich des Umsetzungsgesetzes. Und da stellt sich dann die Frage, wenn man zum Beispiel nach Karlsruhe will, muss man den ganzen Rechtsweg durch? Mhm. Das wüsste ich aus dem Stegreif nicht zu sagen. Oder ob man sich direkt gegen so ein Umsetzungsgesetz wenden kann. Ja, ich weiß auch nicht, wie die großen Plattformen das machen, ob die das einfach so akzeptieren oder ob die auch noch vielleicht dagegen angehen, juristisch. Ich meine, die haben ja juristisch ganz andere Möglichkeiten. Andererseits ist europäisches Recht europäisches Recht. Also, wie gesagt, da ist noch so unheimlich viel, was nicht klar ist bei diesem Urheberrechtsschutzgesetz. Naja, beruhigender wäre es, wenn man da das Zitiergebot noch ein bisschen großzügiger gestaltet hätte. Mhm. Aber das finde ich da ja nicht drin. Das ist nur von kurzen Zitaten die Rede. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es geht nicht ums Zitieren, es geht nicht um das Urheberschutzgesetz, sondern es geht einfach um die Freiheit, auch um die großen Verlage, um die großen mächtigen Verlage, die sich schützen möchten. Jetzt kann man ja auch alles zitieren, alles runterladen und man kann ja auch Filme runterladen, also oder auch Beiträge von die man in der ARD gesehen hat oder ZDF. Das machen ja auch einige Blogger und das wäre dann in Zukunft alles nicht mehr möglich. Das heißt, auch der direkte kritische Vergleich wäre nicht mehr möglich. Ja. Man könnte auch nichts kommentieren, was ja jetzt auch einige YouTuber machen, dass sie sich einen Beitrag anschauen oder einen Film und den dann auch kommentieren oder auseinandernehmen. Das geht ja dann in Zukunft alles gar nicht mehr. Oder was viele Facebook-Gruppen machen, ja, dass die Facebook-Gruppen einen Link zu einem Video zum Beispiel, zu einem Medientext in ihrer Gruppe posten und dann alle kommentieren, was sie dazu für eine Meinung haben. Ja. Das dürfte wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Also Facebook-Gruppen können da nur noch mit selbstgeschriebenen Texten kommen und dann haben sie wahrscheinlich Pech, wenn die gleichen Worte irgendjemand irgendwo anders schon verwendet hat. Das sehe ich als wirklich ein großer Einschnitt, ein großer Eingriff in die Freiheit des Internets und auch in die Demokratie und in die Freiheit auch der Diskussion. Das ist ja damit dann alles nicht mehr möglich, weil ich brauche dann auch überhaupt keine Angst mehr zu haben als Politiker oder als Sender, dass da irgendein Beitrag, wo ich vielleicht etwas anders behauptet habe, jetzt zum Beispiel auch bei den ganzen Diskussionen, was in Deutschland stattfindet, dass da irgendetwas berichtet wird, was ich so vielleicht nicht möchte, dass andere Leute darüber diskutieren. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel noch sagen, sagen wir mal, ich nehme jetzt ein Beispiel, mein Medium, ich hätte im Spiegel einen interessanten Artikel gelesen, hätte dazu eine Meinung, dann könnte ich sagen,
hier im Spiegel vom so und so vielten ein Artikel ungefähr zum Thema, passe auf, dass ich kein Wort aus deren Überschrift verwende und Seite so und so bis Seite so und so in der Ausgabe und dazu habe ich eine Meinung und passe auf, dass ich möglichst keine längeren Worte, wie sie da drin stehen, in meinen Formulierungen verwende und gebe dann noch den Link zur Quelle an. Da kann ich vielleicht noch was zu sagen, dann, wenn ich aufpasse, keine längeren Wortpassagen und auch den Namen des Artikels nicht zu nennen, aber mit der Beschreibung findet es jeder. Aber es könnte sogar sein, dass der Upload-Filter von YouTube dann zum Beispiel oder von Facebook das Wort Spiegel erkennt, also der Algorithmus erkennt das Wort Spiegel und löscht den ganzen Upload und lässt es nicht zu. Die Möglichkeit besteht, je nachdem, wenn er die Namen der Medien auch als Filter eingestuft hat, weil er überhaupt kein Risiko eingehen möchte, dann könnte das nämlich auch ein Grund sein, das nicht zu uploaden. Interessant, ja. Dann, wenn die Alternativen, die alternativen Medien, ja, wenn, ist die Frage, ob die selber auf ihren Schutz verzichten können und sich dann gegenseitig zitieren, ja. Das noch eine Möglichkeit ist. Ja, dann würde es, das ist ja das, was ich eben meinte, dann könnte man im Internet mit Fake News Geld verdienen. Und die alternativen Medien könnten sich gegenseitig zitieren. Ja, es würde dann, ich sag mal, also ich sehe das so, dass dann wirklich, das wäre das Ende der Demokratie auch im Internet. Dann könnte man womöglich, wenn man Pech hat, wirklich sagen, das, was im Internet diskutiert wird, ist Fake. Weil dann würde da so eine Art zweite Welt entstehen. Also ich sag mal, so eine Zusatzwelt, so eine Zusatzsituation. Ja. Dann könnte man wirklich alternative Medien in der Situation nicht mehr ernst nehmen, weil es gäbe ja auch keine Möglichkeit zu vergleichen. Es gäbe keine Möglichkeit zu zitieren, zu vergleichen, nichts hochzuladen. Ja, optimal wäre der Medienstaatsvertrag zusammen mit das neue Urheberschutzgesetz, dann ist das Internet in Europa zumindest für alternative Medien mehr oder weniger abgeschaltet. Man kann auch die Quellen zitieren von außerhalb der EU und ohne Video. Genau, das könnte man dann noch machen. Aber genau, dann muss man aber die Videos alle hochladen aus anderen europäischen Ländern in Englisch oder Niederländisch oder Französisch oder was auch immer. Das wäre die einzige Alternative. Dann würden hoffentlich die deutschen Bürger in Aufstand kommen und sagen, wir kriegen überhaupt keine alternativen Nachrichten mehr. Wir sind jetzt festgelegt auf ARD und ZDF, RTL und Sat.1. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde es auch sehr spannend, was die, was halt auch wirklich so im Augenblick, ich sag mal, die Politik und die Machtelite versucht, um die Freiheit im Internet zu begrenzen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, man lässt sich da auch alles Mögliche einfallen zurzeit. Ich kann mich aber noch wichtig, dagegen anzugehen. Da wichtig auch darüber Bescheid zu wissen und wichtig auch dann dagegen vorzugehen und etwas zu unternehmen. Ich fühle mich ein bisschen an Gandhi erinnert. Das war eine Massenbewegung. Mhm. Aber da ging es ja damals um die Unabhängigkeit Indiens. Aber wie viele Menschen sind dabei, friedliche Menschen bei Protesten dabei draufgegangen, bis genug Menschen da waren, dass sie die Freiheit durchgesetzt haben? Hier stellt sich die Frage, wie viele Menschen werden hier finanziell ruiniert, je nachdem, ob die Bußgelder schon beim Versuch des Hochladens angesetzt werden, bevor man die Freiheit wieder durchgesetzt hat. Ja, das ist eine gute Frage, weil, also so wie ich das erfahren habe, ist da auch wirklich, gibt es da auch eine Willkür. Also wenn Bußgeld festgesetzt wird, da kann ich nichts mehr dagegen unternehmen. Punkt aus. Und dann werde ich unter Umständen tatsächlich finanziell ruiniert. Der entscheidende Punkt ist, meine ich, eben, wenn man versucht, etwas hochzuladen, jetzt denke ich mal guten Glauben, das ist ein kurzes Zitat, das darf ich. Und wenn es dann im Upload-Filter hängen bleibt, ob dann schon ein Bußgeldverfahren gegen einen eingeleitet werden kann oder ob man sagt, puh, danke lieber Upload-Filter, ich muss es anders formulieren und alles ist gut. So wie ich das verstanden habe, ist die Verantwortung bei dem Betreiber der Plattform.
Das bedeutet also, also YouTube oder Facebook wäre dann verantwortlich, die würden dann die Strafe bekommen. Also das heißt, ich würde als Einzelner kein Bußgeld bekommen, aber das ist ja genau der Punkt, dass YouTube und Facebook dann solche strengen Upload-Filter einführen würden, dass überhaupt nicht die Chance besteht, dass irgendetwas, was falsch sein könnte, überhaupt ins Internet kommt. Ja, da wäre dann vielleicht auch eine Herausforderung für einen sehr, sehr cleveren, vielleicht Hacker, um diese Algorithmen zu hacken. Aber das sind natürlich Fantasien. Nein, das scheint mir keine erstrebenswerte Lösung zu sein. Nee, deswegen. Ja. Es zeigt, wie einfallsreich die Mächtigen sind, um kleine YouTuber, um kleine Blogger, vor allen Dingen in Europa, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas, wo auch, ich sag mal, der Widerstand gegen den Mainstream-Medien wächst, um die halt zu stoppen. Also Frankreich ist da im Augenblick auch ganz groß. Also da sind sehr, sehr viele alternative Medien im Internet aktiv, in den Niederlanden auch. Und in Frankreich, in Spanien und Italien auch. Und das ist schon sehr interessant, was sich tut. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie man jetzt versucht, diese alternativen Medien zu stoppen. Ja, ist die Frage, was geht schneller? Die Leute, die selber alternative Medien betreiben, oder die Leute, die alle ausgeschaltet werden? Ja. Ich vermag das nicht zu sagen. Es kann auch sein, dass wir regelrecht in der Orwell-Gesellschaft landen durch solche Dinge. Weil ich den Rundfunkmedienstaatsvertrag noch viel krasser finde. Ja. Ja, ich glaube, da sind wir schon. Ja, also ich denke, dass der Medienstaatsvertrag, ich befürchte, dass der relativ schnell jetzt durchgezogen wird. Also das Urheberrechtsschutzgesetz in Europa, denke ich, das könnte doch ein bisschen länger dauern, aber der Medienstaatsvertrag, der wird meiner Meinung nach relativ schnell durchgezogen. Ja. Das heißt, Urheberrechtsschutzgesetz, dann hatte man auch noch eine Chance, wahrscheinlich bei dem Umsetzungsgesetz darauf hinzuwirken, dass noch vernünftig zitiert werden kann. Ja. Okay, um auf den neuesten Stand zu bleiben, also es geht hier im Wesentlichen um den Artikel 13, das Aktenzeichen des Verordnungsentwurfs ist 2016-0280 und dann Leerzeichen in Klammern COD. Da kann man sich auf der Webseite vom Europaparlament dann die Verfahrensakte angucken, also ursprünglicher Entwurf, wie ist der Bearbeitungsstand, wie sieht Änderungsentwurf des Europaparlaments aus, und ja, sich dann entsprechend ja noch in die Diskussion einbringen. Das Europaparlament ist ja noch am Verhandeln mit dem Ministerrat. Ja, ja. Da, genau, da kann man noch was machen, da kann man sich noch einbringen. Ich würde auch raten, dass das alle Leute machen. Und also auch auf die entsprechenden Abgeordneten zugehen, die anschreiben, 200 Eingaben sind da schon, aber sagen sie aber, ja, wenn man sich bemerkbar genug macht, kann das vielleicht was bewirken. Ja, ich denke, es kann nie schaden, sich bemerkbar zu machen und etwas zu unternehmen. Ja. Also das als Rat für alle. Und wenn es durch ist, kann man doch vielleicht eine Petition machen bezüglich, was sollte das Umsetzungsgesetz enthalten, damit auch wirklich etwas Verhältnismäßiges rauskommt, was keine Zensur bewirkt. Ja. Und es gibt ja auch noch von verschiedenen Institutionen auch entsprechende Menschenrechtsinstitutionen, an die man sich auch wenden kann. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Bei der EU, bei der UNO, beim Europarat gibt es ja verschiedene Institutionen. Ja, ja, weil es verstößt auch gegen Menschenrecht und auch gegen die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung auch. Ja, und das Eigentum ist ja nicht unantastbar, das ist die Meinungsfreiheit auch. Ne, man, ich hab,
sonst nur der Wesensgehalt unantastbar von den meisten Grundrechten. Nur hier zum Beispiel bei der Menschenwürde, die ist ja voll unantastbar im Grundgesetz, auch in der EU-Grundrechtecharta. Aber hier Eigentum und Meinungsfreiheit, die muss man ja miteinander, ich sag mal, zum fairen Ausgleich bringen. Ja. Es würde auch gegen Menschenrechte verstoßen, dass man in Zukunft auch viel schwerer neue Künstler und neue Talente entdecken kann. Weil es viel mehr blockiert wird, wenn die auch nur kleine Passagen aus Texten oder Noten von anderen Künstlern haben. Ja, weil die Filter, also diese Upload-Filter, würden ja auch dann in Grenzfällen auch angewendet. Das heißt also zum Beispiel auch freie Musik, wo zufällig, ohne dass die Künstler das wissen, so und so viele Noten hintereinander so genau so sind wie bei einem anderen Künstler, könnte es passieren, dass das dann schon im Upload-Filter hängen bleibt. Ja, genau so ist es. Ja. Oder auch Satire. Oh, ja, Satire, die nicht mehr wörtlich zitieren darf, nur nach Teekesselchen zitiere. Ja, genau. Satire, wo man gar nicht mehr weiß. Wäre dann nicht mehr möglich. Also eigentlich wäre das ja erlaubt, weil es ist ja Satire. Mhm. Aber es ist ja dann, wird ja dann vom Upload-Filter gesperrt. Das heißt, Kabarettisten werden dann nicht mehr so im Netz sein. Verdienen kein Geld mehr. Ja. Die kommen dann nur noch live. Oder? Es würde viele verrückte Situationen geben. Ja. Es trifft da bei weitem nicht nur die unbequemen Blogger. Ja, nein, genau. Ja. Ja, ich denke, jetzt haben wir haben einen ganz, ganz guten Überblick bekommen über die Urheberrechtsreform. Es enthält natürlich noch mehr Vorschriften, aber der Artikel 13 ist halt der hier zensurrelevant ist. Ja, das ist der wichtigste. Ja. Herzlichen Dank für den Überblick zur EU-Urheberrechtsreform. Die entsprechenden Links werden wir noch angeben, dass man die Texte entsprechend abgleichen kann mit der Sendung. Gerne. Ich habe mich auch gefreut. Es war ein schönes Gespräch.